Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Final Fantasy XIV Dungeon Guide. Heute machen wir den Gulk. Wir fangen den Dungeon mit einer Vierergruppe an. In dem Dungeon gibt es allgemein sehr viele und sehr starke Gegner. Deswegen, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, dann macht die Gruppen lieber einzeln. Ansonsten könnt ihr auch hier ziemlich weit die Gruppen ziehen. Wir haben hier nochmal eine Vierergruppe, so wie der wir ziehen können. Wir können auch theoretisch noch weiter ziehen, aber das würde ich nur den erfahrensten Tanks und in Kombination natürlich mit erfahrenen Heilern empfehlen. Anschließend haben wir eine Dreiergruppe, die könnten wir auch theoretisch weiterziehen. Ansonsten haben wir im Anschluss nochmal eine Vierer- und nochmal eine Dreiergruppe an Mobs, die hier besiegt werden wollen. Die Geläuter der Grausamkeit ist unser erster Boss hier in dem Dungeon. Er fängt den Kampf mit Prankenhieb an, ein Schaden auf den Tank. Bei Lumen Infinitem schießt er einen Laser in die Richtung eines zufällig ausgewählten Mitspielers, dort müsst ihr ausweichen. Bei Typhoonschwinge haben wir drei AOEs unter dem Boss, die ihn in eine Richtung zeigen. Hier müsst ihr dann aus den AOE-Flächeneffekten hinauslaufen. Zyklonenschwinge ist der Schaden auf die ganze Gruppe. Und das sind dann auch schon alle Fähigkeiten, die der erste Boss kann. Ab der nächsten Typhoonschwinge kommen noch zusätzlich Kreis-AOEs dazu, die ihr ausweichen müsst. Aber wenn ihr das einmal raus habt, dann sollte der Boss hier auch kein Problem sein. Nach dem ersten Boss haben wir eine Vierergruppe, die wir aber an dieser Stelle tatsächlich wunderbar vorziehen können, bis zu dem großen Boss der Dämonenwand, denn hier können wir dann alle schön zusammen besiegen. Anschließend haben wir das gleiche Spiel nochmal, eine Dreiergruppe, die wir weiterziehen können bis zu einer Zweiergruppe und einer weiteren Dämonenwand. Die Geläuterte Gereiztheit ist unser zweiter Boss im Gulk. Der Boss hat eine Besonderheit, er selbst und das Spielfeld, auf dem wir stehen, spiegeln sich. Den Anfang macht er mit Sakrament der Vergebung einen gruppenweiter Schaden. Bei der Strafpredigt schauen wir uns den Boss an und die Felder, wo kein Gesicht leuchtet, sind dann die Felder, die eine Safe Zone auf dem Spielfeld sind. Das ganze Spiel haben wir des Öfteren nur in anderen Konstellationen. Heiliger Vers ist ein Schaden auf den Tank. Beim gnädigen Urteil erscheinen im Norden sowie im Süden jeweils ein Meteor. Dieser muss abgefangen, indem man sich einfach nur in das Feld hineinstellt. Wird dieser nicht abgefangen, so haben wir einen Schaden auf die ganze Gruppe. Bei der nächsten Strafpredigt erscheinen nun zwei weitere Kugeln. Diese Kugeln haben einen Donut-AOE, das heißt, ihr müsst nicht nur schauen, auf welchem Feld ihr steht, sondern dass ihr auch im Donut-AOE safe steht. Und das sind dann auch schon alle Fähigkeiten, die der Boss kann. Wir haben noch die Strafpredigt mit vier Kugeln. Hier kann ich euch den Tipp geben, ganz an die Seite, an den äußeren Ende zu gehen, denn hier haben wir ganz kleine Safe Zone auch noch. Nach Boss Nummer 2 haben wir eine Vierergruppe. Die können wir theoretisch weiterziehen bis zu einer weiteren größeren Gruppe. Die Empfehlung ist hier aber lieber einzeln das Ganze zu machen, denn die nächste Gruppe hat es in sich, macht gut Schaden und ist dann auch nur für bessere Tanks und Heiler bzw. Erfahrene, die dann wissen, wie sie ihre Cooldowns und ihre Heilungen am besten zünden. Danach haben wir erneut eine große Gruppe an Gegnern. Auch hier, die könnt ihr hier an der Stelle auch nur einzeln besiegen, außer ihr wollt bis hierhin alles ziehen, auch das ist natürlich möglich. Danach erscheint ein großer Mob am nördlichen Teil der Plattform. Hier müsst ihr aufpassen, ob er links oder rechts auf den Boden schlägt und ihr stellt euch dann dementsprechend einfach auf die andere Seite. Die Geläute der Unzucht ist unser letzter Boss hier in dem Dungeon und hat ein paar schöne Fähigkeiten.
Er fängt den Kampf mit 4 Bitte Fortissimo an, einen gruppenweiten Schaden. Bei Dogma Diminuendo haben wir einen kreisförmigen AOE unter dem Boss, den wir einfach ausweichen müssen. Die gleiche Fähigkeit macht er danach noch einmal. Hier ist es nur wichtig, dann ganz nah an dem Kreis AOE zu stehen, denn hier haben wir die Safe Zone, denn der Kreis AOE wird sich erweitern. Anschließend castet er direkt Mete Marcato. Hier dürft ihr nicht diagonal oder hinter dem Boss stehen, stellt euch also links, rechts oder vor dem Boss. Mit der Predigt Pianissimo verkleinert er zum einen das Spielfeld und mit der anschließenden lebendigen Federn wird er einmal kurz verschwinden. Es erscheinen nun 3 Kopien von ihm selbst und er selbst auch. Ihn selbst erkennt ihr dann daran, dass er selbst schön leuchtet. Stellt euch wieder ganz nah an den Kreis AOE von dem Original, damit ihr dem AOE entweichen könnt und in der Safe Zone steht. Anschließend sucht euch nochmal das Original. Hier haben wir die Mechanik, die wir schon kennen. Stellt euch also auch da in die Safe Zones. Mit Solitärring wird er erneut verschwinden und an der nördlichen Seite Kugeln spawnen lassen. Hier müsst ihr abwarten, wo die letzten Kugeln spawnen. Hier wartet ihr, bis die ersten 2 oder mehrere Kugeln durch sind und lauft dann auf die andere Seite, wo der AOE-Flächeneffekt schon erschienen ist. Die ganze Mechanik mit den Kugeln gibt es auch noch in einer anderen Kugelkonstellation. Auch hier müsst ihr natürlich erst warten, wo die letzte Kugel erscheint. Stellt euch dorthin und wartet, bis alles abgelaufen ist und stellt euch dann oder läuft dann in die sichere Zone. Und das ist dann auch schon alles, was der Endboss hier im Gulk kann und sollte daher kein Problem sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide ein wenig helfen. Ich würde mich über ein Abo, ein Like freuen. Lasst doch einen Kommentar da, schaut bei Twitch vorbei oder bei meinem Instagram-Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Guide. Also bis dahin, ciao, ciao.